Moin! Heute erfahren wir im Buschfunk alles über Ronja und wir spielen Binding of Isaac. Ich freue mich, dass ihr dran geblieben seid nach dem Moin Moin und viel Spaß gleich. Hallo, so wie immer, Buschfunk gibt's noch nicht so lange. Die ersten Fragen im Chat, wer ist das? Ich bin Mirko aus der Sales-Abteilung. Wir machen hier eine kleine Sendung, wo ich mir immer mal wieder ein paar Mitarbeiter aus der Firma ranhole. Wir sprechen ein bisschen darüber, wo kommen die her, was haben die vor Rocket Beans gemacht und was sind jetzt vor allem die Aufgaben bei Rocket Beans. Und heute ist Ronja bei mir. Ronja, hallo. Was machst du bei Rocket Beans TV? Oha, ja, gleich die harten Fragen hier. Ich habe so eine Doppelposition. Das ist etwas außergewöhnlicher bei uns. Die meisten haben ja so eine konkrete Aufgabe. Und bei mir teilt sich das auf zum einen in Eventmanagement. Das heißt, ich kümmere mich um die Koordination der Gamescom oder jetzt Flummi Open. Von der Eventseite gibt ja einmal die produktionelle Seite, was dann eher der Inhalt der Sendung ist. Und ich mache dann das Ganze drumherum, also Location finden und solche Sachen. Jetzt als nächstes ist der Abend mit Bone nächste Woche. Und das andere ist Das andere ist Artist Relations. Das heißt, ich gucke, dass wir möglichst interessante Gäste in die Sendung bekommen, lade die ein, koordiniere das Ganze mit der Redaktion. Und bei sowas wie NDA booke ich auch die Bands. Ja. Jo. Cool. Also, fancy Berufsbezeichnung hast du, ne? Ja, ach, das klingt ja heute alles so verrückt. Wir haben normalerweise beim Buschfunk immer Koop-Spiele. Ronja hat sich Binding of Isaac gewünscht, was auch einen Koop-Modus hat, aber der ist kacke. Deswegen spielen wir einfach Singleplayer und wir machen einfach, wenn jemand stirbt, dann ist der nächste dran. Und dann kann ich mich vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dich mit Fragen zu penetrieren. Ja, können wir machen. Ich fange direkt mal an hier. Genau. Normalerweise fange ich immer an, dass ich erstmal frage so, hast du Abi gemacht, hast du eine Ausbildung gemacht und wie war dann quasi der Weg? Also wann bist du bei Rocket Beans gelandet? Heißt, hast du noch Praktika gemacht? Hast du andere Berufe vorher gehabt? Hast du ein Studium gemacht? Und, das sind ja jetzt schon 20 Fragen direkt, ne? Ja, nur schon mal, um so einen kleinen Überblick zu geben, was uns jetzt erwartet. Ja, klar. Deswegen, damit du dich auch nicht so aufs Spiel konzentrieren kannst, wie waren denn deine beruflichen ersten Schritte? Boah, also ich bin tatsächlich, komme nicht aus Hamburg, bin aber direkt nach dem Abitur nach Hamburg gegangen, um da ein Praktikum zu machen. Damals noch bei einem Printmagazin, da habe ich ja so die Musikredaktion unterstützt und ja so lokale Themen, also so Classic, erste redaktionelle Erfahrung eigentlich. Recherchekram und so, aber dann auch mal ein Interview mit irgendwelchen Bands, die natürlich dann noch nicht so bekannt waren. Mhm. Und dann gab es kein Interview mit jemandem, den man den man heute mehr kennt. Aber ich konnte dann auch mal so kostenlos auf Konzerte und so, das ist natürlich ganz nice. Mhm. Genau, dann habe ich noch ein Praktikum gemacht bei einem Lokalsender, also Fernsehen. Ja, und dann habe ich ein Studium angefangen, das war aber eher so, ja, ich wollte eigentlich nur, ich war noch mal kurz zurück in meiner Heimatstadt und habe gemerkt so, boah, nee, ich muss auf jeden Fall zurück nach Hamburg und habe mich dann einfach random für irgendwelche Studiengänge einschreiben lassen, beziehungsweise beworben, habe dann noch vorher geguckt, dass der ohne NC ging, damit das auf jeden Fall klappt, habe dann halt Philosophie genommen, da war ich schon. Und ja, in dem Jahr war es das erste Mal so, dass der NC irgendwie bei 1,3 lag. Das heißt, es hat dann nicht geklappt. Ja, schade. Hab dann in Kiel angefangen zu studieren, weil um die Ecke und diese Schüsse hier sind irgendwie ungewohnt. Genau, da habe ich dann angefangen zu studieren. Das war so Germanistik, weil dachte mir, okay, so Richtung Journalistik, was ich halt zu der Zeit ganz gerne machen wollte. Passt dann schon, da reicht sowieso immer irgendwas zu machen. Ja. Aber um noch mal auf den lokalen Sender zurückzukommen, das interessiert mich ja. Also kennt man das irgendwie oder war das jetzt irgendwie so total mini? Und was hast du da gemacht? Hilft dir das hier bei Rocket Beans, dass du so ein bisschen Strukturen schon kanntest oder ist das überhaupt nicht vergleichbar? Ja, doch, es ist schon vergleichbar. War halt so ein super kleiner Laden, der sich dann auf regionale Themen konzentriert hat.
Hier ist ja eher so Entertainment und Gaming und sowas natürlich. Aber so die redaktionellen Abläufe sind schon vergleichbar. Also wie man an Themen rangeht. Aber hier ist es deutlich kreativer und da war es eher so auf ja, so das Rudimentäre ausgelegt. Oh, wir haben ein zerrissenes Foto, das kenne ich nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen es auch, wenn Level durch ist, dass wir uns abwechseln. Sonst ist es vielleicht langweilig, wenn immer, immer ich spiele. Ist das jetzt deine Sendung hier, oder? Ja, genau. Auf jeden Fall bla 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 habe ich dann das Studium natürlich abgebrochen, wie jeder. Nein, Quatsch. Weil das einfach nicht das Richtige war. Ja, das ist Respekt auf jeden Fall. Nee, das war einfach nichts für mich. Das war einfach alles zu unpraktisch. Ich habe mich schon immer gefreut, wenn man mal einmal eine Hausaufgabe hatte, weil sonst war es immer nur in. Okay. War so geplant. Oh, die Herzen, die sind richtig gut. Okay. Die kannst du direkt verlieren, aber die geben dir halt zusätzliche Power. Das ist jetzt hier das Active Item. Welches will ich denn haben? Ich bin übrigens, ich habe noch nie Binding of Isaac gespielt. Das ich gerade mit einer Bombe selber getroffen. Ja, das musst du ein bisschen rausfinden. Ja, okay. Man weiß halt, wenn man das Spiel nicht kennt, was sich dahinter verbirgt. Auch jetzt diese Pillen, die können positiv oder negativ sein. No risk, no fun. Okay. Ach nee, du hast keinen Schlüssel mehr. Ja. Nee, und dann habe ich tatsächlich noch irgendwie. Wo soll ich denn lang? Du siehst oben rechts die Map. Ach, da gehen ganz wir unten warst du noch nicht. Ja, jetzt hier weiter. Ich habe irgendwie gefühlt 1000 Praktika gemacht. Dann nochmal beim Musiklabel. Ja, und so aber haben sich Praktika, irgendwie. Praktika, ist das so dieses, weil man nichts anderes irgendwie bekommen hat oder weil du es. Nee, ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen den Plan, noch ein bisschen die Zeit zu nutzen, dass man nicht gleich irgendwie, weiß ich nicht, also die Studiumszeit war, obwohl ich es abgebrochen habe, natürlich mega gut und Leute kennengelernt und Party gemacht und sowas und da hatte man halt noch mehr Freizeit und ich dachte so, ach, Praktikum ist dann erstmal so ein smoother Einstieg ins Berufsleben. Mhm. Du bist ja auch ein bisschen unsere Musikexperte. Ja, ach, weiß ich nicht. Also wir haben auf jeden Fall mehrere Experten bei uns. Auch Anja und Marc und Krane, ganz viele eigentlich. Ja, aber ich interessiere mich auf jeden Fall sehr dafür und gehe auch viel auf Konzerte. Brauchst du dich nicht? Nee. Ach, ich habe mal kurz in den Chat geguckt. Ihr seid natürlich auch immer herzlich eingeladen, im Chat irgendwie Fragen zu stellen, die ihr an Ronja habt oder auch an mich. Ich versuche immer ein bisschen drauf zu achten. Wir sind jetzt ja in erster Linie, dass ihr ein bisschen was auch über die Leute erfahrt, die nicht immer vor der Kamera sind und wir ein bisschen mehr das Bohnen-Universum euch vorstellen und was wir alles so machen und was es eigentlich alles für Aufgabenbereiche und Jobs bei Rocket Beans auch gibt. So. Und ja, ich finde es nach wie vor immer wieder erstaunlich, auch wenn ich mit Leuten rede, ist es halt immer so, dass wir halt einen Sender mit 100 Leuten bespielen, der durchgehend Content irgendwie rausballert und wir machen alles selber. Das ist, finde ich, somit das Beeindruckendste an Rocket Beans TV. Ja, auf jeden Fall. Also meine 100-jährige Lebensgeschichte mal kurz zu Ende zu erzählen, falls es überhaupt noch Leute interessiert, die schon eingeschlafen sind. Ich habe dann am Ende eine Ausbildung noch gemacht und auch gar nicht mit dem zu tun haben, was ich jetzt mache, also mehr oder weniger zumindest, eine ganz klassische Marketing-Ausbildung, ja. Hatte ich überhaupt nicht vor. Ich hatte mich da eigentlich in dem Laden beworben als AV-Kauffrau oder sowas, also eigentlich eher so Mediengestalter-Kram. Und da war dann aber irgendwie der Platz besetzt und die meinten so, jo, du kannst auch ins Marketing, bla. Und dann meinte ich so, ja, okay, ich habe eh nichts anderes. aber das Gute war, also ich habe mich da ja auch. Jetzt bin ich einfach runtergegangen. Ja, war schon. Mhm. Ich habe mich da nicht ohne Grund. Oh, hier kommt man nicht immer rein. Wo war das denn? Genau, ich habe mich da nicht ohne Grund beworben, weil das war ein Games Publisher in Hamburg, den es leider heute nicht mehr gibt. Puberty. Ja, wir sind jetzt in der Pubertät und hier passiert irgendwie gar nichts, obwohl eigentlich Gegner kommen sollten. Ich gehe einfach wieder weg. Okay. Genau, das war so ein Independent-Publisher und Entwickler,
der hauptsächlich Adventures gemacht hat anfänglich und zum Beispiel Drakensang auch gemacht hat. Und das fand ich natürlich ganz cool. Also ich, also nicht, diese Games-Affinität hatte ich auch auf jeden Fall schon immer. Und ich bin irgendwie gerade vorab gelenkt von diesem Kackhaufen, weil die irgendwie ganz sweet sind. Und ich laufe einfach direkt rein. Hallo. Nee, genau. Und da war die Ausbildung auch echt cool, weil man sehr viele Freiheiten hatte. Es war auch so ein Laden, der war ungefähr so groß wie Rocket Beans, also 100 Leute. Und da konnte ich einfach auch viel mitnehmen und viel lernen und durfte dann auch so verantwortlich für 4 Spiele-Releases sein. Hm. Natürlich irgendwie, wenn man gerade so neu ist, eigentlich echt eine geile Chance ist. Ja, und dann ist der Laden leider insolvent gegangen. Und dann bin ich auch so in dieser Games-Branche geblieben, aber mehr so im Online-Marketing, was überhaupt nicht mein Ding war. Und dann habe ich... Aber bei dir, wenn du jetzt diese Spiele-Releases auch betreut hast, was heißt das denn genau? Was hast du denn da dann gemacht? Eigentlich, ach so, ich habe keinen Schlüssel. Die komplette Koordination, also fing an mit dem Namen, also was später auf der Verpackung stehen soll, und aber auch Werbung planen und Promo und mit den Abteilungen, die damit zu tun haben, das Ganze am Ende auf eine Disc zu bringen, das sich abzustimmen. Die USK, die GEMA, also solche Sachen. Ich muss aber auch dazu sagen, das waren keine Spiele, die von Grund auf neu entwickelt wurden, sondern das waren... Ups, Bombe. Oh. Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Ja, mir auch nicht. Aber dann bist du dran, das ist auch gut. Wo waren wir gerade? Bei den Spielen. Ach so, genau, das waren halt Games, die in einer anderen Version schon mal released wurden und dann jetzt nochmal in einer Sonderedition oder zusammen mit anderen Spielen in so einem Special Pack neu rausgebracht wurden und ja, irgendwelche neuen Features hatten und sowas. Das sind die fiesen Räume. Ja, du verlierst ja direkt ein halbes Herz, klar, wenn du da reingehst. Machen wir das mal. Toll, ist ja geil. Ich glaube, da kommst du auch nicht durch ohne... Ja, halbes Herz habe ich über. Oh. Ja, naja. Ich hab ein ganzes Herz. Du machst das schon. Da hast du ja gleich wieder Herzen. Aber ich bin froh, dass wir den normalen Schuss wieder haben. Wir haben ja gerade irgendwas eingesammelt, wo die immer kreuz und quer gegangen sind, was auch praktisch sein kann, aber manchmal auch unübersichtlich und nervig. Mhm. Okay. Ja, und nach der Ausbildung hast du da noch was anderes gemacht? Achso, ja, genau. Die letzten Jahre war ich dann im Eventbereich tätig. Also ich habe in Hamburg Events organisiert, aber eher so größere Sachen, also diese, weiß ich nicht, großen Veranstaltungen. In Hamburg gibt es da einige verrückte Festumzüge. Wo war das denn? Wo warst du denn angestellt? Bei Ahoy Events. Liebe Grüße, falls mich meine alten Kollegen sehen. Möchte ich ja mal hoffen. Nein, Quatsch. Die hast wissen, glaube ich, gesagt, gar nicht, dass ich hier jemals zu sehen sein werde. Nee, ich habe eigentlich gar keinem richtig Bescheid gesagt. So 2-3 Kollegen. Weil ich glaube, ich wäre einfach Steffen auch, und Dennis und Britta. Ja. Ich glaube, ich wäre einfach zu nervös gewesen. Wenn ich wüsste, oh, da gucken jetzt voll viele, die mich kennen, dann geht, glaube ich, gar nichts mehr. Muss ich die überhaupt hören? Ja, auch wenn die irgendwie Angst haben, aber... Ja. Ja, manche Kreaturen tun einem fast schon leid hier in diesem Spiel und alle sind auch am Heulen. Ich habe gerade übrigens im Chat gesehen, durch die blauen Feuer vorhin hätten wir durchgehen können, ohne Schaden zu bekommen. Ja, können wir ja nochmal zurückgehen. Ein Herz habe ich über. Ja, du siehst übrigens immer in der Map, wenn wir noch irgendwo ein Herz liegen haben oder irgendwelche... Genau, eins ist da ja noch. Oder war das eingeschlossen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, gut, dass wir den Chat haben. Ja, nee, und ich habe so Partys organisiert und nebenbei... Du bist so echt... Geht gar nicht. Doch, das stimmte gar nicht. Aber da sind zwei Geisterherzen. Toll, das hat ja gar nichts gebracht. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Naja, nichts gebracht, stimmt nicht. Genau, der Endgegner ist links.
Können wir oben nicht durch? Nee, ne. Kein Schlüssel. Ja, kein Schlüssel. Na gut. Kein Schlüssel. Müssen wir es so schaffen. Ja, der ist auch ein bisschen stressig, weil der immer... Naja, geht eigentlich. Ja, wie lange warst du bei der Eventagentur? 4 Jahre. Ja, und da hat man aber auch eigentlich so alles gemacht, also auch komplett den Aufbau mit, also es war auch körperlich irgendwie beanspruchend, aber auch irgendwie eine coole Abwechslung zu immer vom Rechner sitzen. Ja, du kannst es noch schaffen. Ich glaub an dich, das Time to Shine ist wie bei Dark Souls, wenn man dann nur noch am wenigsten Leben hat, dann ist man mal am besten. Ja. Neue Energieschübe. Siehste. Jetzt hätten wir aber nirgendwo einen Schlüssel bekommen. Für. Ja, gleich kriegen wir einen. Weiter geht's. Kann man denn wieder hochgehen? Wir gehen jetzt einfach hier ins nächste. Ja, ja, okay. Dungeon. Ja, ich weiß auch irgendwie gar nicht. Also, lass uns auch über dich reden. Das ist ja unangenehm, wenn es nur um mich geht hier. Ja, muss ja auch gut. Also, du hast studiert, ne? So ich zu Ende, studiert. Hast du vorhin gesagt. Ich hab dieses Jahr alles fertig Stimmt, gehabt. Stimmt, du hast hier als Werkstudent angefangen und mittlerweile bist du als Praktikant sogar angefangen. Oh. Ich habe mich richtig gut hochgeschlafen. Was? Deswegen ist es jetzt auch schön, dass wir jetzt im Head of Sales und Marketing eine Frau haben. Das war vorher ein bisschen komplizierter. Ja, das gab es so vorher nicht, richtig? Nee, ja, wollen wir nicht weiter drüber reden? ich habe ein Business Management Studium habe ich gemacht und ich habe ja auch hier meine Bachelorarbeit geschrieben. Ja, auch über Events teilweise, ne? Auch über Events. Das lobe ich mir natürlich. Ja, haben auch eine Menge Leute aus der Community daran teilgenommen, das war ganz schön. Das stimmt, das war natürlich in der Auswertung war es natürlich der Horror, weil ich auch ein paar offene Fragen gemacht habe und wenn du dann 3500 Teilnehmer hast und irgendwie 500 offene Fragen und die zu clustern alleine, das war furchtbar. Ja, daraus lernt man dann ja auch. Daraus lernt man. Nie wieder eine Umfrage machen. Naja, kannst ja nächstes Mal anders machen. Aber macht ja nichts, hat ja trotzdem gute Erkenntnisse. Ja. Gibt ja, aber, wahrscheinlich. Weil ich noch eine Frage hatte zu dir. Ja. Bei der Eventagentur, wenn du da jetzt 4 Jahre warst und so auch alles Mögliche in Hamburg gemacht hast, was war denn so das, woran du dich am stärksten erinnerst, was du da am Hals fandst? Achso, eigentlich mehrere Sachen. Ich habe zum Beispiel so ein Craft Beer Market mit organisiert. Market vor allem. Also Markt heißt das ja auf Deutsch. Wer hätte das gedacht? Ein gutes deutsches Wort für, ja. Ja, das ist irgendwie ganz nice gewesen, weil da auch viel so Handmade Produkte einfach verkauft wurden, also so ein bisschen nachhaltig und trotzdem cool und man konnte natürlich ganz viel Bier selber probieren nach Feierabend. Ja, okay. Warum fandst du das da gut? Nee, aber das Konzept fand ich cool, das ist halt irgendwie hat Spaß gemacht und tatsächlich haben wir auch den CSD in Hamburg gemacht, das ist auch immer sehr, sehr cool gewesen, also einfach ein riesengroßes Ding mit so, warte mal, jetzt können wir ja hier reingehen. Ich auch unten lang gehe, voll dumm. Ja, also der CSD ist in Hamburg halt 9 Tage lang, deswegen war das eigentlich immer so. Was ist denn das für Leute, die es nicht kennen? Ich glaube, viele wissen das gar nicht und denken, das ist nur diese Parade dann an dem Samstag. Und es gibt dann aber auch irgendwie 3 Partys und ja. Nee, aber das fand ich auf jeden Fall cool, weil das so diesen gesellschaftlich-sozialen Hintergrund hat und man da auch noch viel lernt, wenn man selbst vielleicht nicht auf solchen Partys unterwegs ist normalerweise. Das war immer sehr, sehr cool, die Leute kennenzulernen und das alles so zu organisieren. Ich habe dann immer die Abschlussparty gemacht, da kamen dann auch mal so 200 Gäste und ich hatte vorher noch nie sowas gemacht. Zum Glück hat das aber alles funktioniert und ja. Was auch mal sehr viel Spaß gemacht hat, die Bands zu betreuen bei den ganzen
Also wir haben zum Beispiel auch so Straßenfestsachen, wo es immer eine Bühne gibt. Und da kamen dann auch manchmal sehr, sehr famose Bands vorbei und auch viele Hamburger Bands und mal eine Freude, mit denen abzuhängen und das Bühnengeschehen da mitzugestalten. Weil, wie gesagt, Musik ist ja auch so eine kleine Leidenschaft. Ja. Mir, ne? Warum bin ich jetzt... Ich habe irgendwas gedrückt und... Du machst alles verloren. Richtig. Nee, ich habe irgendwie ein Herz verloren, weil aber ich irgendwas glaub, gedrückt habe. Ich glaube, das wäre volle. Oh, nee. Naja. Und bis jetzt geht's. Oben durchgehen, ne? Ja, kannst du machen, dann starten wir halt gleich neu, ne? Nee. Aber du siehst ganz geil aus gerade. Mhm. Terminator, Glowy. Ja. Und danach warst du dann bei Rocket Beans oder gab es noch einen Zwischenstopp? Nee, das war meine letzte Station vor Rocket Beans. Ja, aber ach, das ist ja oft im Leben so, dass man so denkt, hätte ich das und das gemacht, dann wäre jetzt alles ganz anders und ach, man hat ja vielleicht auch mal andere Vorstellungen. Mhm. Aber jetzt so im Nachhinein bin ich irgendwie ganz froh, dass alles so passiert ist. Weil wie bist du denn überhaupt bei Rocket Beans gelandet? Sich einfach blind beworben oder kanntest du hier jemanden? Oder? Ja, ich bin einer dieser Fälle, der hier auch schon vorher jemand kannte. Und die Person habe ich ganz, eigentlich ziemlich salopp angeschrieben, auch so wie ich, weiß ich nicht, mit Freunden reden würde. Genau richtig, anders geht's ja. Ja, und habe gesagt, du, ganz ehrlich, träume irgendwie davon, hier zu arbeiten und was können wir da machen? Ja, also nee, so ungefähr war das. Und ach, es war im Grunde eine Initiativbewerbung. Ja, das war Arno, tatsächlich. Ah. Genau. Woher kennst du denn Arno? Boah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, über meinen Bruder waren wir mal irgendwie aus abends und da war dann irgendwie Arno und ich wusste, glaube ich, auch gar nicht vorher, wer das ist. Und dann haben wir uns, glaube ich, unterhalten. Aber wie gesagt, das ist so lange her und vielleicht hatte ich auch ein Schnäpschen oder so, dass ich das jetzt nicht mehr ganz so adäquat rekapitulieren kann. Die Klischeebewerbung bei Rocket Beans. Ja. Ja, und auch einfach, ich glaube, über so ein paar gemeinsame Bekannte. Und ich habe es dann einfach versucht und habe mir einfach alles von der Seele geschrieben und gesagt, ey, vielleicht könnt ihr ja was gebrauchen, was ich kann, irgendwie ein bisschen. Und ich habe einfach super Glück gehabt. So, ich durfte dann vorbeikommen, wir haben ein bisschen geschnackt und es hat tatsächlich gepasst, dass sowas gerade gesucht wurde. Ja, Wahnsinn eigentlich. Ja. Ja, jetzt feiere ich bald auch mein Einjähriges hier. Kaum zu glauben. Echt schon? Ja, im Juni. Geil, eine Brille. Oh, ich glaube, da kannst du... Ach, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Es gibt auch Geheimgänge, also Räume, die man mit Bomben freisprengen kann. Und ich glaube, ja genau, jetzt siehst du immer direkt, wo die sind. Was? Easy. Oh, hast du gerade diesen Sound gehört? Wir haben das Intro auch gar nicht gesehen. Es geht ja eigentlich darum... Ja, jetzt geht's nämlich los. Dass Isaac von seiner Mutter... Das ist gar nicht mehr... gehasst wird auf jeden Fall. Was tue ich hier? Und wir sind gerade in der Mutter von Isaac und müssen sie bekämpfen. Was ist mit diesen Batterien? Achso, die kannst du nicht einsammeln, weil du kein Item hast, was du aufladen kannst. Und was ist mit dieser Truhe? Kann ich die sprengen? Versuch mal eine Bombe. Geil, wow. Ich muss noch kurz Doom antworten, falls er hinguckt. Der hat sich beschwert, dass ich mich nicht bei ihm hochgeschlafen habe. Das kannst du ja noch nachholen. Das kann ich noch nachholen, würde ich kurz sagen. Tue ich hier jetzt. Ja. Ich mag Gold. Du kannst dir eine aus... Du hast auch schon eine, ne? Du hast die blaue. Dann nimm die goldene. Aber was macht die denn? Ja, das weiß man ja nie. Aber warum muss ich die dann nehmen, oder... Du kannst sie dann aktivieren und du weißt halt nicht, ob das einen positiven oder einen negativen Effekt hat. Kann sein, dass du irgendwie... Aufregung, eine Bombe. Ach, geil. Okay, das ist eine sehr gute, die du da hattest. Nehme ich jetzt die goldene. Wir haben jetzt so Fliegen, die uns helfen, wenn uns... So, also könnte ich die theoretisch jetzt alle nehmen und dann sind vielleicht manche scheiße und dann... Ja, genau. Kann halt sein, dass du schlechter schießen kannst oder sehen oder langsam bist. Och, machen wir mal.
Ja. Ja, willst du noch ein bisschen, also... Achso. Gern noch ein bisschen mehr erzählen, was genau du hier als... Was soll ich denn jetzt? Ah, ich hab die komische Blöde. Egal, ich bin zu dumm. Was du hier bei Rockbeans jetzt als Eventmanagerin betreibst. Also du hast ja schon gesagt, dass du dich um die Gamescom kümmerst, dass du dich um die Flummi Open gekümmert hast. Genau. Ja, es fängt meistens eigentlich an mit der Location-Suche, wobei da auch das Producing und die Produktion mit involviert sind und ja, meistens auch jemand aus der Redaktion, um zu gucken, dass das dann auch für die Show an sich passt, die dann am Ende zu sehen sein wird. Aufregend gerade. Ja, und dann klärt man einfach alles, was für die Eventseite dann wichtig ist. Also wie viele Leute da Platz haben und ob man da einen Foodtruck hinstellen kann und tausend Sachen. Also ob der Strom reicht für uns. Was nimmt denn am meisten Zeit ein von deinem Tag? Oh, das ist bei mir echt sehr variabel, weil ich ja, wie gesagt, diese beiden Sachen mache und zwischendurch dann immer Gäste für, weiß ich nicht, Filmfights oder NDA oder was weiß ich, versuche zu finden und anzufragen. Und ich kann ja vielleicht am besten anhand von der aktuellen Situation sagen, was ich gerade so mache. Natürlich jetzt gerade ganz viel für die Gamescom. Da geht es gerade so drum, wo und wie wir überall präsent sein werden auf der Messe. Kannst du schon was für Gamescom-Party teasen? Ja, noch nicht so viel. Also, nee, ich verrate immer noch nichts. Es wird sie auf jeden Fall wieder geben und sie wird auch wieder an dem Freitag sein, an der Gamescom. Und ich denke mal, es werden auch mehr Leute Platz haben dieses Jahr als letztes Jahr. Da hatten wir nur so Platz für 500 Leute. Das wollen wir gern wieder größer machen. Chat fragt, ob du aktuell auf Gästesuche für irgendwas bist. Ja, bin ich tatsächlich. Ich freue mich natürlich auch immer sehr über Vorschläge von euch. Also auch die ganze Redaktion natürlich. Falls ihr zuschaut. Ja, jetzt aktuell für Chat-Duell, wo ja dann die Besonderheit ist, dass es eigentlich am besten Dreier-Teams natürlich sein sollten. Wobei es auch, ja, wenn es mal ein Zweier-Team ist und es wird ergänzt durch jemanden, der da trotzdem gut reinpasst, dann passt es natürlich auch. Ja, generell können immer Vorschläge abgefeuert werden. Also Krashina sagt, er oder sie kommt sehr gerne. Ja, kommt vorbei. Also sowieso, ne? Ihr seid ja sowieso immer hier willkommen. Schon mal eine Führung gemacht? Nee. Wir haben jetzt das ja inzwischen so, dass Führungen immer angemeldet werden müssen. Und dass wir uns im Prinzip eintragen können, wenn wir auch mal eine Führung machen wollen. Was ich ganz cool finde. Ja, voll. Dass wir auch sagen können, so, ey, ich hab Bock, ein bisschen auf Tuchfühlung mit der Community zu gehen, ein bisschen alles zu zeigen. Auf jeden Fall. Deswegen meldet euch an und wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. So. Was hast du jetzt aufgesagt mit? Was hast du für ein Item? So, ja, ich weiß jetzt leider gerade gar nicht, wie ich den aktiviere. Ich glaube, hinten links benutzt du Items. Oder? Ah, nee, das, war, nee, die das Karte. War die Karte. Oh, ich bin irgendwie super wütend. Dann war das vielleicht vorne. Hier die vordere Schultertaste. L1? Ja, L1. Nee. Vielleicht nicht. Ja, wir haben so ungefähr eine Minute vielleicht vor Start die Tasten nochmal belegt. Ja, nee, das war die Pille. Ja, egal, ich versuche
Doch, warte mal, gerade habe ich es ausgelöst. Ja, aber ich bin auch irgendwie fast rot. Ich muss irgendwie alles gleichzeitig schaffen. Probier doch jetzt nochmal alle Knöpfe aus. Ah, shit, ey. Oh, Ronja. Nee, das war einfach zu viel für mich gerade. Okay, komm, neues Glück jetzt. Ja, Triple A. Wenn Mara das versprochen hat, dann macht sie das auch. Mara hält ihre Versprechen immer ein. Sehr gut. Direkt mal einen kleinen Raum hier. Tiny Planet. Sweet. Oh, Junge. Ja, das so gefällt ist mir es sehr, das Spiel. Das freut mich. Oh, ein goldener Kackhaufen, an dem man nicht rankommt. Das ist ja unnormal. Ach, scheiße, ey. Ja, der Planet ist echt... Hallo. ...unseren Schuss nicht so gut. So, ich finde das geil. Ja, du kannst es halt null kontrollieren irgendwie. Aber jetzt halt super lange, bis die kontrollierte, unkontrollierte. Ja. Ich hing fest. Das ist nice. Also ich bin gespannt, wie das bei dem Boss ist mit dem Schuss. Stimmt, ganz einfach. Ja, ich glaube an dich. Noch. Also für diese kleinen Viecher ist das ganz normal. Ja. Ja, gehen wir erstmal woanders hin. Zum Boss. Du hast auch noch ein Herz. Mhm. Ja, genau. Goldschlüssel. Was sollen diese Räume? Ja, manchmal ist das leider enttäuschend und da ist einfach nichts. Blödel hast du auch noch. Nö. Was ist denn... Macht dir am meisten Spaß bei uns? Irgendwie alles. Also ohne Witz. Ja, Freitagabends also auf jeden im Fall. Kaminzimmer sitzen. Ja, das ist immer ein Highlight. Ja, ich glaube einfach, dass es so vielfältig ist und man selber auch die Möglichkeit hat, das alles so mitzugestalten und seine Skills einbringen zu können. Auch wenn das vielleicht nicht direkt der Bereich ist, in dem man ist. Ich bin so scheiße. Ach, naja. Ich kann damit nicht umgehen. Und wir gehen jetzt hier direkt in den Goldraum. Hä, das ist ja genau das, was am Anfang war. Vielleicht wiederholt sich jetzt alles. Aber es kann eigentlich nichts immer. Wieder sowas. Ich bin gespannt. Du hast wirklich exakt das, was wir ganz am Anfang gemacht haben, das Level. Sowohl dieses Hütchen, als ja als die Dungeons. Kackhaufen erinnerst du dich immer gut, ne? Ja, das gibt's noch nicht, ey. Das hatte ich noch nie, dass das gleiche nochmal kommt. Wer ist dein Lieblingsmitarbeiter bei Dienst? Du natürlich. Ja, ja. Lügen brauche ich nicht. Ja, wie soll man denn... Ich finde, man kann auf fast gar keine Frage, was ist dein Lieblings-irgendwas, ja, mit einer Antwort antworten. Das war ja auch immer Spaß. Ist bei Games und... Bei irgendwas an der Arbeit Film muss doch irgendwie... So. Ach, ne. Also ich habe auch Aufgaben, die scheiße übergehen. Ja, klar. Das hat ja jeder, glaube ich. Ja. Ich bin wirklich irritiert, dass das hier alles so... Gleiches. Trotzdem bin ich nicht unbedingt besser. Das sieht doch schon gut aus. Geht auch einer ab da oben. Sind denn so Sachen wie Abend mit Bohnen jetzt dann, wenn du ja die Eventmanagerin auch Sachen vorantreibst. Wahrscheinlich ist sowas öfters geplant in Zukunft. Also angedacht ist das auf jeden Fall. Man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, ja, wie das jetzt so am Ende wird. Also und wie verfügbar so die Monate sind und wie das ganze Team das Ganze stemmen kann. Mhm. Also da hänge ja dann nicht nur ich dran, sondern auch, weiß ich nicht,
Technikleute und sowas. Und wir haben einfach so viel immer vor und fahren zu so vielen Sachen. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, dann ein Fenster zu finden, wo wir noch auch so für den Aufwand die ganzen Monate vorher so Sachen vorzubereiten. Wir versuchen das auf jeden Fall, dass das mehr wird. Haben da auf jeden Fall auch mega Bock drauf. Aber ja, ist immer so ein bisschen auch von solchen Faktoren abhängig. Aber Bock haben wir auf jeden Fall. Guckst du denn privat auch noch Rocket Beans? ja, schon, aber ich muss auch zugeben, dass es ein bisschen weniger geworden ist, seitdem man das Thema die ganze Zeit so um sich hat. Das ist, glaube ich, so ein ganz typischer Effekt, was auch vielen so geht. Also, wie ist es bei dir? War bei mir auch so. Also, ich habe wesentlich mehr vorher geguckt, aber ja, wenn ich die schon alle schon den ganzen Tag auf Arbeit sehe, bin ich auch mal ganz froh, wenn ich deren Stimme nicht mehr höre. Ja, also ich würde auch sagen, das ist formatabhängig. Es gibt ja, viele Sachen, die man dann teilweise auch zusammen im Kaminzimmer schaut in der Runde. Oder ja, es gibt auch so ein paar Dauerbrenner für mich, wie Game 2 und Bundesliga. Ja. Moin Moin schaue ich auch ab und zu gerne mal rein. Ja, vor allem man hat ja auch... Und Game Talk. Ach, ich gucke schon noch recht viel, aber, ja, ich aber nicht auch, mehr so regelmäßig, so, sondern so, ja, wenn es sich mal anbietet. Ja. Ja, oder man, weiß ich nicht, ist ja dann meistens bei der Arbeit, wenn irgendwas läuft, was einen interessiert, und dann versuche ich schon, das dann hinterher auch nochmal zu sehen. Aber ja, je nachdem, wie man es schafft. Ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen in meiner Watchlist, die schon Wochen alt sind manchmal. Ja, ich möchte noch die Anno-Konferenz. Ja, da habe ich tatsächlich reingeguckt. Aber ja, komplett jetzt natürlich auch nicht. Ist auch sehr gut gelaufen. Das bin ich sehr froh drüber. Ich finde sowas ja mit am geilsten. Ja. Also ist ja auch ein Event. Aber da warst du, glaube ich, nicht ganz so viel involviert, oder? Nö, also hat Steffen viel gemacht. Ja, genau. Steffen, Max und Dennis. Ja, ich habe halt mich um die Pizza Meets gekümmert und viel mehr habe ich da eigentlich auch nicht gemacht. Ich war den Samstag mal kurz hier, hab reingeguckt. Ja. Ansonsten auch nichts großartig. Endlich hat man mal Schlüssel. Jetzt haben wir wieder sowas. Mal gucken, wo man das einsetzt. Ja, genau. Das ging schnell. Dem hier. Was bringt das jetzt, der Poop? Weiß ich gar nicht mehr. Kann sein, dass es einfach ein Hindernis ist, dass Leute nicht mehr an dir vorbeikommen oder so. Also richtig bringen tut es, glaube ich, nichts. Also schauen wir uns mal ein bisschen aufs Spiel hier. So, Tiny Tina hat gerade gefragt, was heißt gekümmert? Ein paar Details wären nicht schlecht. Ich glaube, das bezog sich jetzt auf die Frage mit den Pizza Meets. Ja, ich habe eigentlich... also wir wollten natürlich ein cooles Team haben an dem Tag, das sich mit Nils und Simon gut ergänzt und ja nochmal externe Leute reinbringt. Und die Pizza Meets sind ja sowieso Freunde des Hauses. Und habe die dann erstmal gefragt, ob die Bock haben, und dann war ziemlich schnell klar, dass sie das cool finden und Anno-Fans sind, und ja, dann so alles mit denen abgestimmt, was die Reise angeht und Termine. Dann auch so Sachen, also wenn man so viele Stunden hier ist, dann gibt es natürlich auch ordentlich was zu essen, und da muss man dann wissen, ob die speziell Bock auf irgendwas haben oder vielleicht auch irgendwelche Unverträglichkeiten. Da will man dann ja auch nicht ins Fettnäpfchen treten. Ja, dann hat unsere gute Laura ja die Kostüme für die Mitspieler angefertigt. Da mussten wir dann natürlich wissen, was für Klamotten die vielleicht sogar mitbringen können, was für Größen und so. Solche Sachen. Ja. Jetzt nicht mega die aufregenden Sachen, aber gehört halt auch dazu.
Das stresst dich alles, ey. Ja. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was man reinhauen kann, um sich mal schön zu entspannen. Ja, eigentlich schon. Du hast auch gesagt, dass du es öfters mal spielst, ne? Ja, das ist eigentlich so ein Dauerbrenner, der immer geht für mich. Mhm. Weil der sowohl mal eben für eine Runde zwischendurch als auch stundenlang dadurch das also anbietet, weil es einfach so gefühlt unendlich random erstellte Level gibt und tausend Gegner und Items, die man teilweise noch nie gesehen hat, auch wenn man es schon 100 Mal gespielt hat. Das ist irgendwie ganz nett. Spielst du denn sonst gerne? Was ist denn dein Lieblingsspiel? Boah, mein Lieblingsspiel. Also ich mag richtig gerne Open World Action Adventures, also sowas Richtung Skyrim und also angefangen habe ich da glaube ich mit Gothic. Mhm. Also die Reihe liebe ich auf jeden Fall. Ja, Point-and-Click-Adventures viel. Alles Mögliche eigentlich. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass ich weniger zock als jetzt ja, noch vor ein paar Jahren oder sowas. Einfach dadurch, weiß ich nicht, man hat ja irgendwie viele Interessen und die Woche ist cool jetzt, aber ich versuche das immer. Haut ist ein Magneten, kommt die Münze. Ja, stimmt. Geil. Wer den Pfennig nicht ehrt. Ja. Ah, ist manchmal gar nicht so leicht, im Gespräch zu bleiben, wenn man sich hier auf die Gegner konzentriert. Also tut mir auch leid, falls ich irgendwie mal vergesse, eine Frage nur mich zu beantworten. Alles dann gut. Ist nur hier mit zu tun. Fällt mir genauso schön. Dann bin ich ja froh. Bin noch kein professioneller Streamer. Ja, das kommt noch. Ja, ich. Genau. Oh no. Was würdest du denn sagen, hat dir das jetzt geholfen hier bei Rocket Beans, dass du vorher so viel verschiedenen Kram gemacht hast? Ja, das glaube ich schon. Also das hilft einem, glaube ich, generell verschiedene Erfahrungen. Da kann man ja dann für fast alles irgendwie was draus ziehen, im besten Fall. Genau. Ist ja heute auch fast gar nicht mehr üblich, dass du so Leute hast, die irgendwie 20 Jahre in einem Unternehmen bleiben. Nee, ist echt so. So, ich das Gefühl, es wechselt immer so schnell, auch bei mir mit den Agenturen und Publishern und Entwicklern, mit denen ich spreche, so, dann hast du irgendwie vor zwei Wochen noch mit einem geschrieben und er so, ja, ich hab grad ein bisschen Stress, keine Ahnung, ich rufe dich in 2 Wochen wieder an, dann habe ich ihm eine Mail geschrieben, so, ey, wie sieht's eigentlich aus, wir wollten noch telefonieren und dann nicht so, die Mail gibt's nicht mehr, melde dich mal bei einem anderen und dann hat sich irgendein anderer gemeldet und so, ja, der ist nicht mehr bei uns, alles klar. Oh, hätte er mal Tschüss sagen können, ne? Ja. Ja, nee, aber das ist echt so Phänomen der Gegenwart. Das kennen wir ja alle gar nicht anders. Geile E-Gitarre hier im Hintergrund. Ich muss aber aufpassen, hier noch ein halbes Herz. Oh nein, ich habe wirklich gerade gar nicht drauf geachtet. Ich habe gerade noch so gedacht, ach, ich muss mal wieder gucken, wie ich hab's gejinxt. Ja, macht ja nichts. Aber mich würde auch mal interessieren, gehst du auch öfter auf Konzerte? Beziehungsweise, was war denn dein letztes? Ich gehe tatsächlich gar nicht viel auf Konzerte. Was? Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich habe nicht so die Passion dafür, sage ich mal. So, also, ich war mal auf einem Kraftklub-Konzert in Bremen, das fand ich richtig geil. Mm. Die haben live schon ordentlich abgerockt. Ich war auch letztes Jahr auf dem Hurricane, das fand ich auch geil. Ja. So, aber ich suche mir jetzt auch nicht so gezielt so raus und. Du musst zu dem Knopf in der Mitte ja, und toll. Aufpassen, dass du nicht stirbst durch die Explosion, die du gleich auslöst. Wie soll ich das denn machen? Ja, einfach an der Wand stellen, möglichst weit weg und. Hier ist gut, irgendeinen ja. Fass ein paar Mal anvisieren. Das ist ja gedacht. Hey. Achso, aber wenn du jetzt auf dem Hurricane warst, wen hast du dir da angeguckt? Niemand gezieltes. Aber du kannst es schon, ich bin einfach rumgegangen, hab wirklich so geguckt, so, ach, wo spielt denn gerade gute Musik? Hab irgendwie gerade ja dann auch ein bisschen gefühlt, ne? Ja. Und
bin dann echt einfach rumgegangen, habe gesagt, so da, wo es mir gefällt, da gehe ich hin und da stehe ich. Ich war halt mit Bella so. Und Bella hatte schon so ein paar auf der Liste, dann bin ich einfach Bella hinterhergelaufen. Und dann war das auch fein für mich so. Wir haben mal irgendwie Tickets hier, haben wir mal gehabt in der Firma für Kaiser Chiefs, da war ich. Aber bis auf Ruby kann ich von denen kann ich von denen auch nichts. Einfach direkt reingegangen. Ja, so. Ich wusste gar nicht, dass die Kaiser Chiefs noch gibt. Ja, so, das war dann auch irgendwie nicht so meine Mucke. Und ja. Ich weiß gar nicht, wo ich. Deswegen, ich habe es wirklich nicht so auf dem Schirm. Ich war bestimmt noch irgendwo anders auf dem Konzert, aber keine Ahnung. weder in meinem Freundeskreis habe ich die Leute, die da so heftig viel auf Konzerte gehen und meistens ist mir auch die Kohle irgendwie zu schade dafür. Ja, dann investierst du dir in irgendwelche anderen Sachen. Du gehst ja dann eher zum Handball. Ja, aber ich gucke auch keinen Handball. Also ich spiele selber. Das Problem beim Handball ist immer, ich sehe dann immer, wie die spielen und will dann halt selber spielen. Ne? Weil das löst so, keine Ahnung, so den Drang in mir aus, spielen zu wollen. Nicht an den ran. Ja, Konzerte sind echt mega teuer geworden. Das finde ich auch. So, dann ist ja das Bier so teuer und dann stehst du irgendwie am Arsch der Welt und ich habe ja noch Glück, dass ich groß bin. So, das stimmt. Hinter mir sind dann immer 2 Meter frei. So, ja, und ist ja nix. So, ja, also was soll ich machen? Das ist, what? Müssen wir nochmal rumgucken? Ja, du siehst ja auf der Map, ob da noch irgendwas... Einen Schlüssel mit... Kannst du es noch in den Raum gehen? Ich will lieber unten, wenn da irgendein Itemraum ist. Jo. Ja, von daher, wenn ich mich mal irgendwo mit hinschleppen willst, dann würde ich mit Sicherheit mitkommen, aber ja. Da fehlt mir die Initiative selber. Ja, dann werde ich an dich denken. Ich komme sowieso von selbst immer nicht so in die Pötte. bin ich so, dass ich so oft Sachen sage, so, ey, jetzt lass mal hier das machen und da hingehen, so. Aber wenn jemand sagt, ey, Mirko, komm mal mit und lass das machen, dann bin ich meistens so, okay, bin nichts Besseres zu tun. Ja, aber dann bist du doch bestimmt auch manchmal positiv überrascht. Ja, klar. Ich finde es auch immer gut, wenn ich dann irgendwo bin und was mache. Guck dir diese süße Spinnenlady an. Spinnenlady. Es ist Sissy. Oh, guck es dir an. Das ist auch schon wieder die größte Freude. Und was macht die? Ja, die hilft uns bei Feinden. Geil. Das ist noch ein Schlüssel für oben. Ne? Ja, meistens ist da irgendwie nichts Geiles. Ist ja so. Ach, hier kann man auch wieder gar nichts machen. Ja, aber sonst, ich bin musikalisch auch, also Musikgeschmack bin ich eher so, lege ich so ein paar Jahrzehnte zurück. Wir haben zufällig einen Geheimgang gefunden. Ja. Ich stehe mehr so auf alte Mucke. Ja, dann hau doch mal raus, was denn so? Ich bin neugierig. Oh, nee. sowas wie Queen, Hast du den Bohemian Rhapsody gesehen? Ja, fand ich gut. Sehr gut. Ich mochte den auch. Ich habe sowieso nicht so hohe Ansprüche an Filme. aber der hat mir echt gefallen im Kino. Ich habe den mit Sandro zusammengeguckt und wir haben den beide eigentlich gut. Und ich fand, mit der Mucke ist eh nichts falsch machen. Das stimmt, ja. Finde ich auch schön. Ich gehe halt auch gerne zu Altbewährten zurück, so, und ich habe jetzt nicht so die Muße, mir, wenn jemand ein neues Album rausbringt, mich zu Hause hinzusetzen und mir dann das komplette Album irgendwie reinzuziehen und zu gucken, was mir davon gefällt. Deswegen höre ich dann halt so Sachen, die ich kenne und gut finde. Ich höre AC/DC gerne, ich höre gern ABBA. Echt? Also ich geh einmal nach da, dann nach da, dann nach da. Und auch so, was ist mit Fleetwood Mac? So 80er, 70er Krams? Ja, würde ich auch gern. Ja, sehr gut. Ja, du, ist alles in Ordnung. Ja. Ja, siehst du. Aber ich höre auch gern modernen Kram und ich höre auch beim Feiern dann auch gern Elektro und House Music und so ein Scheiß. Mhm. Ich gehe dieses Jahr aufs Tomorrowland.
Ein Kumpel von mir hat Karten ergattert. Ich war dann einer der Auserwählten, die wir die mit dürfen. Ja. Das klingt doch gut. Ich gehe jetzt als nächstes am Samstag zu Mine, die auch bei NDA diese letzte Staffel da war. Und dann als nächstes zu Nick Cave, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Er macht ja auch schon sehr lange Musik. Da war irgendwie gar kein Problem jetzt ja mit dem Morgen. Uiuiui, jetzt hat sich was aufgetan. Also es gibt so ein Devil's Room und ein Angel's Room. Und da kann man immer sich Sachen kaufen gegen Leben. Und Isaac hatte eine Katze, deswegen kannst du auch manchmal so Teile von seiner Katze einsammeln. Wie nett. Und das ist jetzt der Schwanz. Ich weiß irgendwie gar nicht mehr, was der bringt, aber... Aber du hast ihn dir umgeschnallt, oder was? Ja, gucken wir mal, was sieht aus wie ein Kleid. Jetzt haben wir halt ein Herz weniger, aber... Dann kannst du ja mal testen. Was jetzt wollte ich hier mal in den Chat gucken. Und ja. Wieso habe ich jetzt Leben verloren? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich wieder irgendwas gedrückt. Der arme Eise. Ja, echt. Oh, diese Steinleute kannst du nicht kaputt machen. Okay. Ich kenne die auch alle nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was sie machen. Ich fühle mich so wie Isaac. Ist immer schön, wenn man sich identifizieren kann. Das ist aber auch ein Stresser. Junge. Mega knapp, ey. Sehe ich irgendwo jetzt ein Herz wenigstens? Nein, aber ich glaube. Oh. Vielleicht in dem Raum da, genau. Fat Projector. Hey, du hast auf jeden Fall richtig viel Buddies gerade, das ist gut. Komm da irgendwie durch. Toll. Fucking Batterie. Boah, aber du kommst immer weiter, ey. Oh. Oh, die sind auch scheiße, die da. Machen die denn? Machen die. Skull. Ah! Naja. Aber du kannst auch gerne nochmal, das war jetzt ja nicht so. Oder soll ich? Nee, mach du. Ja, gut. Was war das denn? Hallo, Chat. Habt ihr noch Fragen? Was wollt ihr wissen? Ging noch mal Bömpchen? Ach ja. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Was, von dem Sound jetzt hier? Nee, oder? Pixeloni hat den Chat geschrieben. Tell me lies, tell me sweet lies. Ja, gerne. Und Video geblockt. Wie ist das Wetter in Hamburg? Richtig scheiße ist das Wetter. Geht, aber die Sonne scheint. Die Sonne scheint gar nicht. Lügt doch nicht. Ich kann jetzt nicht so richtig voll gucken, bewölkt. Aber ich sehe doch da Sonnenstrahlen. Haben wir schon eine Stunde rum eigentlich?
Ja, jetzt gleich. Ui. Aber wir können auch noch ein bisschen weitermachen. Ja, gerne, wenn das noch geht. Ja. Wenn die Leute wollen. Ja, es gibt von mir kein Bild auf der Bohnenseite, weil... Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, ich habe den letzten Fototermin hab ich verpennt. Ihr müsst dazu wissen, dass es irgendwie 5 Stück gab oder so. Ja, ich glaube, das wird nochmal nachgeholt. Ja, ich habe Mara auch schon geschrieben. Jetzt, wo du so weit oben angelangt bist. Ja, wir haben auch schon ein paar neue Sachen. Der Parzival fragt, wer wir sind und was wir auf dem Sender machen. Das kenne ich gar nichts an. Guck dir später das VOD an, dann erfährst du alles. Oh, okay, ich bin auch schon wieder dood. Ah, guck mal, ich habe irgendwas Geiles eingesammelt. Jetzt haben wir nochmal 3 blaue Herzen. Ronja, was ist dein Lieblings-Pokémon? Oh, ich muss ganz ehrlich zugeben, wahrscheinlich hassen mich jetzt alle, dass ich nie so der Pokémon-Mensch war. Also ich mag das, aber ich kenne mich einfach nicht aus oder so. Das will jetzt auch gar nicht so tun. Ja. Deswegen weiß ich nicht. Ich kann jetzt hier keine Punkte sammeln mit der Frage, leider. Ja, macht ja nichts. Lieber ehrlich sein. Die Fotos machen Mara und Bella zusammen, oder? Genau. Genau, weil die Frage war gerade im Chat. Also, wir bauen dann halt im Green, wird alles aufgebaut mit Licht und Kamera und so weiter. Und dann stellen sich da alle nett auf, machen ein paar Fotos, können sich dann eins aussuchen, das sie gut finden, werden dann nochmal überarbeitet und dann werden die für die Bohnenseite, damit die halt auch rausgestellt sind. Wir fügen die ja jetzt auch oft bei den Videos dann ein, wer ist eigentlich die Besetzung da. Oder bei Blogbeiträgen zum Beispiel. Genau. Und es ist ganz gut, da ein paar Fotos in guter Qualität zu haben. Ja, wobei es eigentlich auch ganz cool wäre, wenn das mit der Gameboy-Kamera gemacht würde, statt mit einer richtigen. Aber es wäre, glaube ich, auch sehr pixelig. Kennst du die noch? Warum wäre das cool? Ach, weiß ich nicht. Irgendwie wegen Pixeln und Games oder so. Das ist doch egal. Okay, du bist schon wieder... Ist ja voll doof, dass du keine Herzen einsammeln kannst. Ja, das kommt, weil wir diese Special-Dinger haben. Aber jetzt bist du direkt schon wieder... Was passiert denn da immer? Ich glaube, jedes Mal, weil die Tastenbelegung so scheiße ist. Weil hier hinten Tasten sind. Und ich glaube, ich komme jedes Mal da ran und lege eine Bombe. Das wird schon was. Du kannst ja mal ein bisschen mit dem Chat interagieren, solange. Ich konzentriere mich auf mein halbes Herz. Geh direkt in den großen Raum. Oh Gott. Schnell durch damit. Ich wollte gerade sagen, du musst, kannst dich eigentlich auch einen Selbstmord anzetteln. Zu dumm zum Treffen, ey. Ich werde das auf jeden Fall nochmal zu Hause spielen. Ja? Bist du angefixt? Ja, ich muss mir selbst beweisen, dass ich das besser kann. Oh, wir sind gleich schon durch dich gerade. Du musst dich irgendwie verabschieden. Du, das war was. Die Musik ist auf jeden Fall passend. Ja, nur adäquat. Ja, viel Spieß nochmal alleine im Hängi. Um zu beweisen, dass ich nicht so schlecht bin. Ja, mach das. Aber freut mich, wenn es Spaß gemacht hat. Mir auf jeden Fall. Ja, mir jetzt auch Spaß gemacht. Mir macht es sowieso immer Spaß. Ja. Ich hoffe, euch geht's auch so, dass euch das Spaß macht, dass euch das interessiert, was wir hier erzählen, dass ihr auch irgendwie mit was rausgeht, was ihr vorher noch nicht wusstet. Und ansonsten schreibt gerne in die Kommentare auch vom VOD dann oder im Forum. Macht Vorschläge, wen ihr als nächstes sehen wollt. Spiele lasse ich immer die Gäste eigentlich entscheiden. Und ansonsten freue ich mich über Feedback. Ihr könnt mich gern jederzeit alles fragen. Auch wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Nächste Woche geht's am Dienstag weiter, direkt nach dem Moin Moin. Und dann kommt Raphael zu Besuch. Yes. Aber der hat sich noch kein Spiel ausgesucht. Das wird also dann noch eine entschieden. Überraschung. Genau. Alles klar. Dann danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.